Aber kann euer Stuhl das? Kauft jetzt meinen Stuhl und joint der Stuhlgang. Stuhlgang. Es ist Stuhlgang. Link in der Videobeschreibung. Kauft jetzt meinen Stuhl. Yay! Tja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Django. Was geht? Hallo! Leute, wir haben auch bei Django ein Video gedreht. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir machen heute tatsächlich eine kleine Challenge gemeinsam. Und zwar die Nicht-Springen-Challenge in Fortnite. Das heißt, wir dürfen einfach nicht springen. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Das war Django. Ja, ich glaube halt einfach mal an der Stelle, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich bin gespannt. Wir haben gerade auf jeden Fall bei der Django-Runde definitiv geistkrank rasiert. Das kann man nicht anders sagen, Alter. Zum Ende hin wurde es echt richtig lecker. Leute, falls ihr vielleicht wisst, ich habe auch einen Creator-Code, der heißt Revinzer. Also, den könnt ihr auf jeden Fall immer wieder nutzen. Markiert mich gerne auf Instagram. Ich werde auf jeden Fall eure Bilder nicht liken oder euch in die Story posten. Joke. Also macht's einfach mal, Leute. Kauft euch alle Skins, gebt das Geld eurer Eltern aus. Es geht. Das war ein Joke. Bitte tut das nicht und fragt eure Eltern vorher, bevor ihr Skins kauft, ja? Okay, also Pleasant Park. Ja, nicht genau. Springen. Was passiert denn, wenn wir springen? Wenn wir springen, müssen wir uns selber eine richtige Backpfeife geben. Oder eine Arschpfeife. Gut, also. Ich weiß jetzt nicht, hast du zufällig eine Karotte oder sowas da, womit du das machen würdest? Eine Gurke. Ja, okay, dann. Die von den Prank Bros damals. Ach so, nee, Bruder, ich würde sagen, wir nehmen einfach doch das mit der Backpfeife. Nicht springen, das wird jetzt richtig dumm, weil, okay, allein jetzt hier zu laufen ist schon richtig nervig, ohne zu springen. Mann, man ist es so gewöhnt, in Fortnite zu springen, ne? Hä? Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Ah, okay. Oh, ich bin gerade gesprungen, ich muss dir eine Backpfeife geben. Im Rotenhaus, unten auf der Straße. Hat 38. Aber ich bin gesprungen. 39. Ja, wie soll ich jetzt hier drüber kommen? Mann. Ist dort? Ich springe die ganze Zeit, Alter. Ich muss meine Leertaste entbinden, ja. Springen. Machen wir hier Fragezeichen. So. Ja, okay, jetzt kann ich nicht mehr springen. Man muss das so extra verhindern. Ja, ich krieg das sonst nicht hin. Ich habe das so sehr eintrainiert. Hinten auf dem Hundehüttenhaus. Wo denn? Ach, da. Lass mal lieber aufs graue Haus, oder? Da müssen wir hin, oder? Da fighten die gerade. Ja. Mann, Alter, man ist so unmobil, wenn man nicht springen kann. Ungefähr bei der Tankstelle. Ich bin so im Arsch, Digga. Ich hab einen da. Nice, sehr gut. Wo ist der andere? Hey, ich komm hier nicht raus. Ich kann nicht springen. Der finde ich mich. Oh mein Gott. Weil das Ding ist, man kann sich auch viel langsamer drehen. Weißt du, was wollte, ich meine? Ich wollte unbedingt zu dir, aber der Weg war zugebaut und ich musste so einen Umweg laufen. Junge, ich konnte gerade nicht springen im Zweikampf. Das heißt, ich konnte mich so richtig langsam nur drehen und dem einen Headshot geben. So versuchen zumindest, weißt du? Stressig, Alter. Ja, moin. Aber funktioniert, Leute, die Challenge. Funktioniert. Wie viele Kills hast du jetzt? Zwei, ne? Zwei, ja. Ja, okay, ich auch. Vor uns Gegner. Ja, da sind sie. Rechts sind auch noch welche, lass die Boards nehmen. Hey, da kannst du aber ohne springen, bist du mit den Boards im Arsch, Django, das weißt du, ne? Ich will noch schnell hin. Auf den Berg. Linke Seite. Ja. Okay, hab einen. Boah, Junge, ich muss so was los. Oh nein, ich bin gesprungen. Okay, hat mich geschlagen. Hab einen. Wo ist der andere? Der ist da eingebaut. Hey. Ui, wo ist der? Komm, wir gehen hier runter. Ich hab noch einen AR-Schuss. Da! Nein, oh mein Gott. Digga, Django, ich hab einen AP. Ich hab mit dem Dingens dem Header gegeben. Das Problem ist, Django, ich hab mich gebraucht, weißt du, den sein Heal. Egal. Oh, hä? Nein. Ja, okay, war dumm. Ich hab mich in den Busch gesetzt, selber schuld. Einfach nicht anders verdient. Hau rein. Ja. Sind ja die schlechtesten Spieler der Welt, die so spielen. Was wir auch noch keinem erzählt haben, Leute. Django und ich haben uns hier vorne ein Haus gebaut, Leute. Da wohnen wir mit unseren beiden Kindern, Elefant und Gazelle. Und wir haben mit denen... Was denn? Ja, hat ja niemand gesagt, dass wir unseren Kindern keinen Tiernamen geben dürfen. Und Elefant und Gazelle und wir haben eine extrem gute Zeit. Und die haben uns auch auf die Idee gebracht, weil ein Elefant kann dann nicht springen und eine Gazelle schon. Und deshalb hatten wir die Idee für diese Challenge. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, dass wir hier ein paar Waffen finden. Oh, jemand kommt. Nee. Nee, der driftet ab. Ja, besser ist das, Digga. Weil das hier ist nämlich, das wissen auch viele Leute nicht, das ist einfach unser Grind hier, verstehst du? Hör auf, immer meinen Sachen wegsnacken zu wollen, Alter. Hey, ich darf ja wohl eine Waffe. Nee, darfst ja wohl nicht, Alter. Oh, dafür habe ich eine blaue Pump jetzt. Ja, und dafür habe ich auch eine blaue Pump, lol. Egal. Ja, mir doch egal, ey. Meine ist neuer. Nee, meine ist neuer. Meine macht viel mehr Schaden. Wollen wir nebenan die Gegner pushen oder nicht? Ja, los. Ah, dafür habe ich jetzt auch einen Scar. Aber das wird mir nichts bringen, denn... Der ist hier unten, bei der Garage. Ist halt sehr schwierig für mich, dass er sich hier zu bewegen.
Hab einen genockt. Helfer. Wo ist der andere? Hier. Der ist low, oh mein Gott. Ihn. Ja, da kommen schon die nächsten. Und wieder ja, Raketen. Super. Ey, Mann, Alter. Schaff ich das? Nein, schaffst du nicht. Hey, das ist doch dieses Spiel, Mann! Wer pusht so? Wer baut so einen Müll ein, Alter? Raketen, Granatwerfer, fickt euch ins Knie! Wir landen jetzt in Snobby-Shores, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich lande jetzt irgendwo, wo kein Mensch landet, Alter. Ja, es macht keinen Sinn. Ey, krass aus, Mann! Warum nutzt ihr mein Creator-Code nicht? Guck mal, wie ich den allen Headshots drücke. Alle. Die werden alle schon down. Wow. Mann, ey, es tut mir so weh, Alter. Diese Challenges machen mich so betroffen. Junge, wieso spielen wir nicht einfach normal in Spielwiese? Die machen mich so betroffen. Ja, es tut einfach weh, Alter. Es belastet mich. Ich wach morgens auf und denke an Fortnite-Challenge. Dann fange ich an zu heulen, Junge. Und dann fange ich an, mich einzupissen, Alter. Weil Montana Black 30.000 Zuschauer hat einen tollen Heavy Pump. Was soll ich damit? Ja, Leute, man ist wirklich so krank langsam, wenn man nicht... Allein, dass ich hier alles abbauen muss, um hier ranzukommen. Hast du eine Shotgun, Jengis? Ja. Ich habe 18 Schuss, kannst du mir ein bisschen Munition dafür geben? Nee. Oh mein Gott, hier ist offen. Hier überhaupt jemand? Hier war jemand. Ja, hier war jemand. Ich komme nicht hoch. Mann! Ja, super. Doch, hier, vor uns. Okay, der ist fast hoch. Wirklich unendlich low. Dein Gegner, sein Gegner kommt auch. Ist down, der eine. Der andere ist hoch. Beide down. Ja, beide geklaut, Alter. Egal, ich gönn's dir. Ich gönn's dir, alles gut. Das Schild hasse ich. Den Baum hier hasse ich. Komm, jetzt aber eine Scar. Mann. Wo ist die MP? Wo ist die MP denn? Oben auf dem Dach. Ja, warte mal, ich muss erstmal gucken, wie ich da hochkomme, Alter. Ey. Gut, hat mich nur 300 Mats gekostet, alles stark. Mann, jetzt kriege ich wieder die ganze Zeit, Alter. Mann! Ey, ist das belastend, diese Challenge, wirklich. Das ist mit Abstand die belastendste Fortnite-Challenge der Welt, oder, Jengis? Nee, ich bin eigentlich ganz easy. Nee, du, ach, lass mich in Ruhe, Alter. Oh mein Gott, da vorne liegt eine Ska. Das ist meine, okay? Halbe. Ist eine AK. Willst du mich verarschen? Nein! Egal, ich nehme die AK. Oben Gegner. Da vorne ist ein Gegner mit so einem Hoverboard. Zwei Stück. Hey, einer genug. Beide down. Hä? Ja, okay. Sag ich jetzt nicht zu, ne? Mann, was ist denn das für eine Runde, Alter? Ich hab 0 Kills, ey. Ey, es ist so hässlich, sich so zu bewegen, weißt du das? Jede kleine Unebenheit im Boden kann man nicht mitnehmen. Pipapo. 187 Straßenbande, Alter. Hast du so ein Board? Nee. Ey, hier ist ja jemand. Naja. Hab einen. Da kommt noch einer bei dir. Ich hab dem einen 35er-Hit gegeben, nur. Ey, wie soll ich ihn hier bauen? Wo ist der? Ah, da ist den. Auf den. Oh Mann, als ob du ihn auch gestealt hast, du F***te. Hä? Junge, Digga, weißt du, wie viel Schaden ich ihm gemacht hab? Was für gestealt, Alter? Hast du halt. Hä? Haben die irgendeine andere Waffe, eine andere AR als dieser Scheiß-Acker? Ja, okay, mit diesem Driftboard kann man sich wenigstens vernünftig bewegen noch, Alter. Mit diesen Boards ist voll geil, Alter. Junge, wir sind nirgendwo, Leute, nirgendwo. Genau, vor dir bei der Tanke. Ja, Digga. Hab einen, achso, du bist. Hab einen. Junge, ich sag dazu nichts mehr. Hä, warum? Hä? Als ob das so schlimm ist. Ja, mit diesen Boards muss man irgendeine Challenge machen, die sind so geil. Die haben die ja verboten. Hä, siehst du irgendwo Leute noch? Nee, überhaupt nicht. Mann, ich denk die ganze Zeit, wieso kann ich nicht springen, aber ich hab's ja ausgemacht, Mann. Ey, das ist wirklich einfach nur lästig. Es ist einfach nur lästig, diese Challenge. Ja, was hält jetzt denn, Leute? Ja, ich bin gleich da. Pack mein Board mal hier hinten, Bruder. Geh beiseite, Board. Longboard, oh. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Ich glaube, die sind in irgendeinem Gebäude drin hier. Wahrscheinlich Main oder sowas. In diesem anderen Haus. Ah, okay. Oh, Mann. Hast du einen gehittet? Ne, leider nicht. Schieß mal kaputt. 1, 2, 3. Und ich zieh das rechte kaputt, ja? Nee, zu spät. Die sind runter. Ist halt ultra dumm, wie wir hier stehen gerade, ne? Das ist richtig. Ich habe noch nicht mehr so viel Sniper-Munition. Wie viel hast du? Hier sind Leute, ne? Ich habe gerade selbst gehabt hier. Die gehen gerade hoch auf den Berg. Hat ein 150er. Bau Jumppad. Da auf dem Berg. Oder komm her. Ja. Ja, lol. Ja, okay, hier dafür dürfen wir springen kommen. Ich muss da halt springen ausmachen. Bei mir, Jengis? Bei mir ist einer. Kacke, bin down. Ja, Digga. Ich bin auch komplett lost.
Jetzt ist ein zweites Team auch noch hier. Ach, das war ein zweites Team. Hä, von wo? Die sind uns hinterhergesprungen. Hä? Die sind uns hinterhergesprungen. Und die haben gekämpft oder was? Ey, Leute, ganz ehrlich, ich bin jetzt raus, Alter. Es tut mir leid. Das ist einfach, es ist einfach nur lächerlich. Wir machen das irgendwann im Stream zu Ende. Es reicht mir jetzt auch, Leute. Ja, was soll das denn, Alter? Ganz ehrlich. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Jengis vorbei. Ich schneide jetzt einfach hinten dran den Sieg, den wir bei Jengis erspielt haben. Hier. So, Leute, ihr habt es gesehen, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben einen richtig geilen Win geholt. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich jetzt zu meinen Eltern muss und auch leider keine Zeit habe, jetzt zum Aufnehmen. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.